Es freut mich, dass Sie ein wenig mehr zu dem Wirkstoff Clopidogrel erfahren möchten. Mein Name ist Maren Torkler, ich bin Apothekerin und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Heute geht es um den Thrombozytenaggregationshemmer Clopidogrel. Wir befinden uns hier im Bereich Intensiv, das heißt, es wird wie immer sehr ausführlich. Für eine kürzere Vorabversion lege ich Ihnen den Link zu Clopidogrel Basic hier oben und hier unten einmal mit rein. Nutzen Sie auch gerne die Kapiteleinteilung hier unten im Bild oder auch gerne in den Einstellungen die Änderung der Gesprächsgeschwindigkeit und dann können wir starten. Als erstes wollen wir einmal klären, wofür das Clopidogrel eigentlich eingesetzt wird. Und zwar findet es Einsatz nach einem Herzinfarkt, nach einem Schlaganfall, auch bei einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit und wird auch sehr gerne angewandt, wenn ein Stent gesetzt wurde und da meistens aber nur in der ersten Zeit danach. In Einzelfällen findet es auch noch Anwendung bei Vorhofflimmern. Das Clopidogrel befindet sich nur in einer Wirkstärke auf dem Markt und zwar sind das die 75 Milligramm und der Wirkstoff wird in der Regel einmal täglich angewandt. Sie können ihn unabhängig vom Essen einnehmen. Das heißt, auch hier ist es egal, ob Sie etwas gegessen haben oder nüchtern sind. Wenn Sie eine Tablette mal vergessen haben sollten, dann ist es ganz unproblematisch möglich, diese Tablette dann nach 12 Stunden nachzunehmen. Clopidogrel hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und damit möchte ich auch schon einmal zu den Nebenwirkungen überleiten. Wie immer werde ich Ihnen nur einen kleinen Auszug zu den Nebenwirkungen geben und hier so in etwa alle Nebenwirkungen besprechen, die so etwa jeden tausendsten Patienten betreffen. Wir beginnen wie immer mit den typischen Nebenwirkungen, die bei allen Medikamenten in der Regel vorkommen. Und zwar fangen wir einmal mit der Haut an. Es kann unter Clopidogrel zu den typischen Symptomen des Hautausschlags und des Juckreiz kommen. Aufgrund der Wirkung kann das Clopidogrel auch dazu führen, dass es zu kleinen Einblutungen kommen kann oder aber auch zu Blutergüssen. Diese erhöhte Blutungsneigung, die zieht sich natürlich jetzt wie ein roter Faden durchs Video. Ich werde da gleich noch mal genauer zu anderen Dingen drauf eingehen. Als zweites kann auch das Clopidogrel Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt haben. Auch hier wären wie immer zu nennen der Durchfall, die Verstopfung, die Übelkeit, das Erbrechen und auch Verdauungsprobleme. In seltenen Fällen kann es unter der Einnahme auch zu Magen-Darm-Blutungen kommen und auch das Risiko für Magengeschwüre ist ein wenig erhöht. Und das ist auch schon der Grund, weshalb das Clopidogrel dann keine Anwendung finden sollte bei Patienten, die ein aktives Magengeschwür haben oder aber auch andere innere Blutungen. Das Clopidogrel kann auch Auswirkungen auf Ihr Blutbild haben. Es kann dazu führen, dass die roten Blutplättchen in der Anzahl etwas sinken. Auch die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen, die können auch in der Anzahl etwas sinken und auch da die Gruppe der Eosinophilen. Das heißt für Sie nur, wenn mal ein Blutbild erstellt wird und Sie plötzlich bemerken, dass die Anzahl etwas verringert ist, dass das dem Clopidogrel geschuldet sein könnte. Allgemein sind Blutungen die häufigste Nebenwirkung, die über Clopidogrel auftreten können. Diese Blutungen treten besonders im ersten Monat auf und betreffen da fast schon etwa 10% aller Patienten. Das heißt, etwa jeder Zehnte kann von diesen Blutungen betroffen sein. Sie sollten immer daran denken, dass das Clopidogrel die Blutungsneigung etwas erhöht. Das heißt, das Risiko für Blutungen aller Art ist bei Ihnen erhöht. Denken Sie dabei dran, zum Beispiel wenn ein Urintest gemacht wird, dass unter der Clopidogrel-Einnahme, da der Test auch häufiger auf Blut im Urin anschlagen kann,
Denken Sie auch daran, dass wenn Sie eine Verletzung haben, dass das Clopidogrel die Ursache dafür ist, dass diese Verletzung, diese Blutung nicht so schnell zum Stoppen kommt. Und was für Sie als Patient nun sehr wichtig ist, ist einmal die Tatsache, dass es ja zu verstärkten Blutungen kommen kann. Das heißt, das Risiko für Magenbluten ist unter der Clopidogrel-Einnahme etwas erhöht. Sie können dieses Risiko immer selber als Patient gut im Blick behalten, indem Sie täglich Ihren Stuhl kontrollieren. Wenn Ihnen mal auffällt, dass dieser sich plötzlich sehr stark dunkel verfärbt, dann sollten Sie sehr zeitnah einen Arzt aufsuchen, denn hier möchte man nun ausschließen, dass es zu einem Magenbluten gekommen ist und das bedarf dann unbedingt der ärztlichen Abklärung. Und wie ich schon sagte, dass die Blutungen sich jetzt wie ein roter Faden durch das Video ziehen, kommen wir jetzt einmal zu den Wechselwirkungen. Auch bei den Wechselwirkungen gebe ich Ihnen nur einen kleinen Auszug, von dem ich denke, dass das die meisten betreffen könnte. Wir beginnen einmal mit den Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die auch die Blutungsneigung erhöhen können. Ich blende Ihnen die einzelnen Wirkstoffklassen hier einmal ein, damit Sie das Ganze mit Ihrem Medikationsplan vergleichen können. Die gleichzeitige Einnahme von dem Clopidogrel und einen dieser Substanzen ist prinzipiell möglich, aber hier gilt es natürlich noch mehr, dieses erhöhte Blutungsrisiko im Blick zu halten. Das bezieht sich auf das, was ich Ihnen mit der Beobachtung des Stuhls gesagt habe. Wenn Sie nun einen der eingeblendeten Wirkstoffe auch dauerhaft einnehmen, dann empfiehlt sich in der Regel die Gabe eines zusätzlichen Magenschutzes, um dieses Risiko für Magenbluten wieder etwas zu senken. Wenn Sie nun als Patient sehen, dass Sie dauerhaft einen dieser hier eingeblendeten Wirkstoffe einnehmen und keinen Magenschutz verordnet bekommen haben, dann sprechen Sie doch einfach mal Ihren Arzt auf diese Tatsache an, damit der noch einmal entscheidet, ob in Ihrem Fall vielleicht doch ein Magenschutz nötig ist. Das Clopidogrel, das muss in Ihrem Körper erstmal durch ein bestimmtes Enzym aktiviert werden. Wie das funktioniert, erkläre ich Ihnen jetzt im nächsten Kapitel. Aber diese Information ist wichtig, um zu verstehen, welche anderen Medikamente nun auch zu Wechselwirkungen führen können. Es gibt nämlich einmal sogenannte Enzyminhibitoren. Das sind Medikamente, die dieses Enzym, was für die Aktivierung zuständig ist, in seiner Aktivität hemmen kann. Die Substanzen, die diese Enzyminhibition machen, blende ich Ihnen hier einmal ein. Denn wenn dieses Enzym gehemmt wird, wird das Clopidogrel weniger aktiviert und dann ist nicht mehr garantiert, dass das Clopidogrel seine gewünschte Wirkung erzielt. Die gleichzeitige Einnahme ist prinzipiell nicht ganz ausgeschlossen, aber trotzdem empfiehlt sich hier vielleicht nochmal die Blutspiegel des aktiven Metaboliten des Clopidogrels zu überprüfen, damit man sicher geht, dass davon genug im Blut zirkuliert. Bei den Wirkstoffen wird auch das Omeprazol und das Esomeprazol aufgeführt und das stellt ja einen Magenschutz dar, den ich eben erwähnt habe, der auch häufiger beim Clopidogrel Anwendung finden sollte. Jetzt ist natürlich das Problem gegeben, dass es hier zu Wechselwirkungen kommen kann. Und wenn Sie in Ihrem Medikationsplan sehen, dass Sie zu Ihrem Clopidogrel zum Beispiel das Omeprazol oder das Esomeprazol einnehmen, dann sprechen Sie doch bitte Ihren Arzt einmal darauf an, ob er auf den Wirkstoff Pantoprazol wechseln möchte. Denn der Wirkstoff Pantoprazol, der hat keine Auswirkungen auf dieses Enzym, von dem ich gerade gesprochen habe. Und deshalb kommt es dabei nicht zu Wechselwirkungen.
Der letzte Wirkstoff, den ich hier bei den Wechselwirkungen erwähnen möchte, ist das Rifampicin. Das Rifampicin wiederum, das hemmt nicht dieses Enzym, sondern das aktiviert das Enzym, was für die Aktivierung des Clopidogrels zuständig ist. Das heißt, unter dem Rifampicin kann es dann zu einer verstärkten Wirkung des Clopidogrels kommen und dadurch auch zu verstärkten Nebenwirkungen. Das Rifampicin, das findet aber so im allgemeinen Alltag in der Regel wenig Einsatz, sondern kommt häufiger im Krankenhaus vor. Für alle, die es jetzt noch einmal etwas genauer wissen möchten, möchte ich Ihnen einmal die Wirkung des Clopidogrels im Körper erklären und was genau mit dem Clopidogrel passiert, wenn es ins Blut aufgenommen wird. Der Wirkstoff Clopidogrel wird über den Darm ins Blut aufgenommen und gelangt von da aus in die Pfortader und sofort in die Leber. In der Leber wird es durch das eben erwähnte Enzym erstmal aktiviert in ein Zwischenmetaboliten. Die Aktivierung, die findet durch das CYP2C19 statt. Und es wird aus dem Clopidogrel das sogenannte 2-Oxo-Clopidogrel gebildet. Und in einem zweiten Schritt wird dieses wiederum durch das CYP2C19 in den Thiol-Metaboliten des Clopidogrels umgewandelt. Und dieser ist letztendlich die aktive Wirkform. Nun gibt es manche Patienten, die sogenannte langsame Metabolisierer sind. Bei diesen Patienten wirkt dieses Enzym nicht so stark. Das heißt, man ist sich nicht ganz sicher, ob das Clopidogrel in auch einem guten Maße in seine aktive Form umgewandelt wird. Ich blende Ihnen hier mal ein paar Bevölkerungsgruppen ein, um Ihnen mal zu zeigen, wie häufig das vertreten ist. Und das bedeutet auch, dass diese Personengruppen nicht immer zu 100% den gewünschten Nutzen von dem Clopidogrel haben. Es gibt Möglichkeiten, diese Enzymaktivität zu bestimmen, besonders bei den Patientengruppen, die häufiger von dieser Veränderung der Enzymaktivität betroffen sind, empfiehlt es sich, dass hier mal der Status dieses Enzyms genauer bestimmt wird. Nun haben wir den aktiven Thiol-Metaboliten des Clopidogrels und dieser hemmt die Bindung eines Stoffes, dem ADP, dem Adenosin-Diphosphat, an den Thrombozyten. Die Aktivierung durch dieses ADP führt dann dazu, dass die Thrombozyten untereinander Fibrinbrücken bilden und damit dann zusammenklumpen. Wenn nun das Clopidogrel an den Rezeptor sich dranlegt, an den sonst das ADP bindet, dann kann das ADP in dem Thrombozyten diese Aktivierung zur Aggregation, also zum Zusammenklumpen der Plättchen, nicht vollziehen. Und dadurch wird das Zusammenklumpen im Fachbegriff die Thrombozytenaggregation gehemmt. Nun sind die Thrombozyten für den Rest ihrer Lebenszeit, das heißt für etwa 7 bis 10 Tage, gehemmt, denn das Clopidogrel, das bindet irreversibel an diesen Rezeptor. Das heißt, es löst sich nicht mehr ab, sondern wenn es einmal an den Thrombozyten gebunden wurde, bleibt es da auch kleben. Hieran können Sie dann schon sehen, dass die Wirkung nach der Verabreichung dann auch noch etwas anhält. Man spricht da so in etwa von 5 Tagen. Und hier ist dann nochmal ganz wichtig, dass Sie, wenn Sie vor einer Operation stehen, unbedingt die Information geben, dass Sie Clopidogrel nehmen. Auch bei so kleinen Eingriffen wie zum Beispiel beim Zahnarzt sollte das Clopidogrel in der Regel etwa so 7 Tage vorher abgesetzt werden. Wenn Sie einen Zahnarzttermin haben oder einen kleineren Eingriff, auch wie zum Beispiel eine Muttermalentfernung, dann sprechen Sie Ihren Arzt unbedingt auf die Tatsache an, dass Sie Clopidogrel nehmen. Und dieser Arzt entscheidet dann auch, welchen Zeitraum vorher Sie Ihr Clopidogrel dann aussetzen sollten.
So, das war es jetzt schon alles, was Sie aus meiner Sicht zu Ihrem Clopidogrel wissen sollten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren. Damit würden Sie mich sehr unterstützen. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie gesund bleiben oder sehr schnell gesund werden. Und denken Sie doch immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.